Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Julia Among the Stars. Beim letzten Mal sind wir hier noch im Dschungel stecken geblieben. Wir haben noch nicht ganz alles entdeckt, das werden wir heute noch erledigen und den Rest machen. Ja, dann mal los, ne? Ich habe leider nicht herausgefunden, wie diese Rätsel da zu lösen sind. Hier da oben, glaube ich, war eins. Nee, da doch nicht. Da unten. Naja, ihr wisst schon, das mit diesen Steindingern da. Naja, das wird sich schon noch klären. So, jetzt, wie haben wir hier noch zu tun? Okay, links, rechts, erstmal nach rechts. Und jetzt wieder nach oben ist wahrscheinlich eine Sackgasse. Nein, doch nicht. Oh, noch so ein Obelisk. Noch so ein Obelisk. Wofür die wohl gut sind? Ja, okay, da erfahren wir immer das Gleiche. Ich klick's mal an, zur Sicherheit. Es tut mir leid, aber ich kann nicht mehr über diese merkwürdige Energie sagen. Ja, nicht, dass sich da doch noch was tut. Okay, und ist eine schöne Landschaft eigentlich. Ich meine, von der Landschaft selbst sieht man nicht viel, aber finde ich ganz interessant hier so. Okay, da kann ich nur wieder zurück zum Dschungel. Hm, okay. Ich glaube, das war der vierte jetzt, oder? Da, Moment mal. Das da. Da ist einer, genau. Da der zweite. Der dritte. Vierte, siehst du? Das waren doch vier. Und da ist dieser See hier, genau. Okay, dann haben wir da noch was. Es geht nach links. Ha, also erst wieder nach oben. Wahrscheinlich eine Sackgasse, genau, eine Sackgasse. Und das auch eine Sackgasse. Aha, okay. Das heißt, wir haben jetzt alles durch. Kann ich jetzt hier irgendwie so rumspringen? Ah, sehr gut. Ach ja, wir müssten erstmal die Karte aufdecken und danach konnte man da einfach so hin, oder? Ich meine schon. So, und jetzt, ich will nochmal diese eine Statue da anschauen. Ich glaube, hier, diese da. Da war doch irgendwie noch ein Hinweis darauf, dass da irgendwas war. Apparaturnähe ansehen. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten, ach so, doch, das haben wir gesehen. Da ist immer nur... Ah nee, die können alle beide rein. Okay. Nichts passiert. Mist. Das ist der Auslöser. Okay, ich versuch's einfach mal. Hier, die Strategie, die ich sonst auch schon hatte. Hier rüber. Da weiter. Aber da war doch jetzt so ein Sprung drin, oder? Von hier, das Ding hier, das finden wir doch dann... da. Ja, dann mache ich jetzt einfach mal hier so frei. Geht's von hier aus weiter. Moment, das war das hier, das hier. Das mit diesem Dreieck hier. Das ist das da ganz... Nee. Wo ist denn das? Das hier. Ja, keine Ahnung. Und dann die Schlange. Die Schlange ist da. Es würde darauf hinweisen, dass wir das hier brauchen. Okay, von der Schlange zu diesem Hackebeil. Was da unten ist. Oh, das ist alles kreuz und quer durcheinander. ja. Okay, ich geb's auf. Das entspricht nicht meiner Idee. Nochmal zurück. Dann, wo war das andere? Da, nee, hier nicht. Das da. Ja, mit dem Trichter weiß ich immer noch nichts. Trichter untersuchen, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr Informationen über diesen Trichter erhalten kann. Gibt es etwas Bestimmtes, das ich damit tun soll? Nö, erstmal nicht. So, Apparatur. Ich versuch's hier nochmal. Das war... Achso, Moment, das hier wieder zurück. Das auch. Okay, das raus. Dann also hier rüber, zu dem. Von da aus nach unten, dann dahin, dann zu diesem komischen Prozentzeichen hier, da, zum Segelboot und dann hier nach oben, darüber, dahin und hierhin. So, jetzt könnte das frei sein. Nichts passiert. Mist. Ja, ne? Nichts passiert.
Okay. Wir müssen einfach mal abwarten. Also auch da wieder zurück. Ansonsten haben wir hier alles gemacht, soweit ich weiß. Mit dem See können wir nichts machen. Da braucht Mobot wahrscheinlich erst die besseren Sensoren. Ich weiß nicht, wo ich die herkriege, aber das müssen wir mal sehen. Was war denn da nochmal? Ach, das war so ein Obelisk. Okay, und das war diese Statue. Okay, da kommen wir her. Da ist nochmal so ein Obelisk. Da ist die andere Statue. Da ist ein Obelisk. Da ist der See. Ja, okay, das ist das, was auch immer das ist hier. Oh, guck mal, da ist ja einer. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da noch einer. Da drin, da ist einer. Und die anderen sind weg. Okay. Alien untersuchen. Erstmal ansprechen. Aha. Umgebung, Abschied. Erstmal Umgebung. Umgebung. Das Geheimnis der zwei Altäre. Toter See. Merkwürdiger Obelisk. Bleiben wir mal beim Obelisk. Ich habe einen merkwürdigen Obelisken mit einer unbekannten Energie entdeckt. Den Obelisk der Erleuchtung? Was für ein Name. Sie wurden von den Eid errichtet als Teil der Pilgerreise der Erleuchtung. Da kann ich jetzt mitlesen, das scheint langsamer Über zu gehen. Diesen Eid-Typen sollten wir mehr in Erfahrung bringen. Ich frage mich, ob er echt ist oder nur eine Erfindung der Leute hier. Ich stimme zu. Ohne weitere Informationen sollten wir ihn zu den lokalen Legenden zählen. Ah, okay, gut. Also wir gewinnen hier Informationen. Das ist doch schon mal schön. Merkwürdig Obelisk. Okay, dann mal der Tote See. Die Essenz unseres Unterganges, unsere Bestrafung. Aha. Wahrscheinlich haben die nur ihr Altöl schon da abgelassen. Schon wieder dieses Gerede über die Bestrafung. Ich nehme mal an, er sah nicht immer so lila aus. Wenn du unsere Bestrafung verstehen willst, dann kann ich dir einen wichtigen Teil unserer Geschichte offenlegen. Ja, das will ich gerne verstehen. Kann ich das weiterklicken? Achso, das war's schon. Moment. Schon wieder? Ja, okay, das war's schon. Okay. Dann das Geheimnis der zwei Altäre. Auf beiden Altaren, die wir gesehen haben, war offenbar ein komplizierter Mechanismus angebracht. Ist deren Funktion bekannt oder schon lange vergessen? Die Säulen der Erinnerung. Ein früherer Zweig hat sie errichtet. Es heißt, dass sie die Artefakte schützen. Okay. Es heißt, dann weißt du es also nicht sicher? Nein, dazu gibt es nur Geschichten und Legenden. Aber es waren doch nur ein paar Jahre. Wie konnten sie das so schnell vergessen? Vielleicht haben sie eine extrem kurze Lebensdauer. Diese Artefakte sind Teil unserer Legenden. Man erzählt sich, dass derjenige, der sie an sich nimmt, den Glaube an eine bessere Zukunft wiederherstellt. Genau, als ob das mit einer kaputten Laserwaffe und einer rostigen Machete ginge. Das tut es nicht, aber dein Eingreifen könnte uns dabei helfen, ihr Vertrauen zu gewinnen. Okay, und jetzt, vielleicht müssen wir diese Gegenstände mitnehmen. Zurück. Oh, da gibt's ja noch mehr, genau. Ich dachte, da waren vorher nur zwei da. Umgebung, okay, das haben wir. Geschichte mit Abschied. Okay, dann gehen wir zur Geschichte. Geschichte, Geschichtsstunde. Also gut, ich melde mich zum Geschichtsunterricht. Das ist Unterricht, ja. Vergiss es. Erzähl uns etwas über eure Geschichte. Unsere Vergangenheit wird von einer Dunkelheit überschattet, die vor langer Zeit über uns kam. Wir leben nun in Demut, doch das war nicht immer so. Wir waren die hochmütigen und fähigen Herrscher dieses... Bialt. Annahme, mit Bialt ist das gesamte Salia-Sonnensystem gemeint. Wir haben unsere Siedlung an einem Ort weit von hier entfernt gegründet. Stolz betrachteten wir danach, sie in die gewaltige Dunkelheit der Sterne zu erweitern. Doch dann kamen die Meister. Sie erteilten uns eine Lektion in Form der drei Bestrafungen. Jetzt wird es spannend. Mhm. Das Signal, das wir auf der Erde abgefangen haben, könnte theoretisch von ihnen gekommen sein. Deine Fantasie geht mit dir durch, Rachel. Ich würde gerne noch mehr über diese Bestrafungen hören. Okay, dann fangen wir doch mal an mit der ersten Bestrafung. Die erste Bestrafung tragen wir stets in uns. Es war die Zeit, in der wir hochmütig und stark waren. Doch dann kamen die Ehrwürdigen, ja?
Sie zerstörten unsere Siedlung und alles, was wir erfunden hatten. Nur eine Handvoll Gehorsamer wurde auf diese Welt gebracht. Wir wurden gewarnt, dass alles zerstört werden würde, wenn wir weiterhin so hochmütig bleiben würden. Kannst du dich an irgendetwas aus eurer früheren Welt erinnern? Nein, alles, was blieb, ist diese Geschichte. Okay. Die wurden also weggebracht, deportiert. Und alles wurde kaputt gemacht. Ja, interessant. Okay. Nach einer Weile wurden wir erneut hochmütig und bauten unser Zuhause um die Heilige Essenz. Unser Glück währte nicht lange, denn wir vergaßen die Forderungen unserer Meister. Eines Nachts gab es einen hellen Blitz am Himmel. Am nächsten Tag war unsere Essenz des Lebens in eine Essenz der Vernichtung verwandelt. Viele von uns starben bei dem Versuch, sie zu reparieren. Dann zelebrierte Eid, der Prophet, ein altes Ritual und wurde von den Meistern weggebracht. Für mich klingt das so, als wäre der See durch einen Unfall verseucht worden. Aber wir sollten mehr über diesen mystischen Ith erfahren. Ja, genau. Aber erstmal über die dritte Bestrafung. Nachdem Eid zu uns zurückkehrte, lebten wir für viele Zyklen glücklich und zufrieden. Verdeutlichung. Zyklen bezeichnet höchstwahrscheinlich eine volle Umrundung der Sonne. Ihr würdet es Jahre nennen. Auch wenn die Essenz unseren Untergang bedeutete, brachte Eid uns Hoffnung. Sein Tod führte jedoch dazu, dass viele unserer Zweige die alten Rituale vergaßen. Vor vielen Zyklen kamen die Meister. Der eine, der von mir den Titel unverständlich trug, sah sie mit eigenen Augen aus dem Himmel herabsteigen. Bedauerlicherweise stellte er sich ihnen nicht mutig gegenüber wie die anderen und er überlebte seine große Schande, die über... Kommentar. Ich nehme an, er bezieht sich auf eine Art Titel in der Hierarchie ihrer Gemeinschaft. Ich habe nicht genug Informationen, um eine weitere Analyse durchzuführen. Dieser Besuch fand also gleichzeitig mit der Ankunft unseres Raumschiffs statt. Frag ihn, wie die Meister ausgesehen haben. Sie waren alle hochgewachsene Wesen mit vier... Sie bewegten sich langsam und erhaben durch unsere Heimat. Wir kamen, um sie zu begrüßen, doch die Meister fühlten sich gekränkt und zerstörten die Unheiligen. Ja, das passt drauf. Frag ihn, ob irgendjemand überlebt hat. Abgesehen von demjenigen, der den Titel sowieso trug, überlebte niemand. Es war eine große Schande für uns, dass er seine Strafe nicht akzeptierte. Hätte er das getan, hätten wir doch auch nie gehört, was passiert war. Das ist schon ein komisches Völkchen, habe ich das Gefühl. Vielleicht sind unsere Meister nun gekommen, um uns zu lehren, was geschah. Das würde unserem Zweig eine neue Hoffnung, eine neue Bedeutung geben. Die Kreatur ist heller geworden und hat schnell seine Farbe verändert. Es ist eindeutig ein Zeichen für eine starke Emotion, vielleicht sogar Freude. Ha. Analyse. Offenbar organisieren sie sich in einer Art Familie, die sie als Zweig bezeichnen. Begeht einer von ihnen einen großen Fehler, trägt der gesamte Zweig die Schuld. Ich wurde zu einem Beobachter des Himmels. Ich lernte die Rituale der Ehrwürdigen, hörte untergeben zu und entdeckte das Wissen, das in unserer Erinnerung versteckt ist. Ich wollte ein würdiger Empfänger der Meister werden, sollten sie jemals zurückkehren. Deshalb hast du mich gebeten, dich nicht zu verletzen? Zunächst dachte ich, dass ihr einer unserer Meister und zurückgekehrt seid. Doch ihr unterscheidet euch deutlich von der Beschreibung. Ich hatte Angst, dass wir der vierten und letzten Bestrafung ins Auge blicken müssen. Unsere nun letzte verbleibende Hoffnung ist die alte Prophezeiung, die uns Eid gebracht hat. Aha, okay. Ja, schade, dass die Texte immer so schnell weggehen. Da komme ich ja kaum noch hinterher. Boah. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch die Bestrafungen gemerkt, denn ich nicht. Ging mir alles zu schnell. Okay, jetzt wissen wir ein bisschen was über die Geschichte. Also drei Bestrafungen und auf die vierte warten sie noch. Machen wir weiter mit der Mythologie. Ah ja, genau, der Eid. Richtig, genau. Eid, der große Prophet, reiste zur Grenze des bekannten Universums, zu dem Ort im Nebel. Was zum Henker ist denn der Ort im Nebel? Hoch über der dritten Ebene der Existenz gibt es einen Ort, der im ewigen Nebel verborgen liegt. Einer der alten Götter lebt dort. Er weiß alles, was war und sein wird.
Eid fand einen Weg, die Ehrwürdigen zu beruhigen und Jahrzehnte des Friedens folgten. Eid zog sich jedoch in die Einsamkeit zurück. Hin und wieder wurde er gesehen, wie er riesige Gebilde aus Felsen errichtete. Später entdeckten wir, dass er in dieser einsamen Zeit die Pilgerreise der Erleuchtung für uns errichtete. Wir sollten sie ehren und ihr folgen. Was ist mit Eid passiert? Er wurde bis zum Ende seines Lebens verehrt. Aha. Und jetzt die Pilgerreise der Erleuchtung, gut? Als Eid aus seiner Zeit der Einsamkeit zurückkehrte, gab er uns 4 leere Pergamente. Habt ihr diese Dinge noch? Selbstverständlich besitzen wir sie noch, doch lasst mich fortfahren. Er gab die Pergamente an unseren Anführer und sagte ihm, die Pilgerreise der Erleuchtung sei bereit. Er weigerte sich, uns mehr zu sagen, also haben wir die Pergamente ruhen lassen. Nach Eids Tod verging viel Zeit und die Pergamente gerieten in Vergessenheit. Die ganze Geschichte war nicht mehr als ein Märchen für unsere Kinder. Als wir bestraft wurden, suchten wir nach Wegen, unser Schicksal zu verändern. Zu dieser Zeit sprach man auch wieder von Eids Reise. Weiter? Eids Reise wurde zu einem Ritual für die Jungen auf dem Weg ins Erwachsenenalter. Sie erhielten die Pergamente und verbrachten viele Tage in Einsamkeit. Danach mussten sie alle Orte aufsuchen, die auch Eid besucht hatte. Dort sollten sie über derjenige, der die wahre Bedeutung von Eids Pilgerreise herausfand, sollte unser nächster Anführer werden. Viele versuchten es, doch keiner hatte Erfolg. Was wäre, wenn auch wir diese Pilgerreise unternehmen wollen würden? Das wäre nur Zeitverschwendung, Rachel. Und Zeit haben wir nicht. Wir könnten uns Zeit dafür nehmen. Du wirst auf einmal sehr vertrauensselig, Rachel. Und du bist nur ein paranoider Computer. Er scheint zufrieden mit uns. Erlaube mir, dir die heiligen Pergamente meiner Art anzuvertrauen. Sie handeln vom wichtigsten Tag unseres Lebens. Okay, jetzt haben wir diese Pergamente. Dann müssen wir die gleich mal untersuchen. Geht nun hin und sucht die geheiligten Orte, an denen ihr meditieren sollt. Möget ihr mit Antworten... Das habe ich nicht mehr verstanden. Wahrscheinlich sollen wir damit wieder zurückkehren. Lassen wir das mal. Ich will gerne diese Pergamente anschauen jetzt hier. So, Moment, hier. So, das ist jetzt eigentlich chemische Besonders Analyse. Besonders lichtempfindlich. Interessant. Die chemische Analyse der Pergamentprobe zeigt eine interessante Lichtempfindlichkeit, ähnlich der eines Kamerafilms. Okay. Ja gut, aber das bringt uns jetzt auch nichts weiter, so wie das aussieht. Da war ja noch das Log hier. Pilgerreise der Erleuchtung. Das ist ja das, was wir hier auf diesem Planeten machen. Station untersuchen, ja genau. Da haben wir noch diesen Zahlencode, mit dem wir vielleicht was anfangen können. Das müssen wir uns noch anschauen. Mysteriöses Signal, genau, das war auf dieser Wasserwelt. Das Solarsystem erforschen. Ja, gut. Jetzt sind wir aber hier. Gut. Ja, machen wir noch ein bisschen Untersuchung. Ja, genau. Das Wesen schaut Mobot so vorsichtig an. Es hat offensichtlich noch kein Vertrauen zu uns. Hättest du etwas anderes erwartet? Das hat uns gerade diese wichtigen Pergamente gegeben. Das hat Vertrauen zu uns. Oder es ist einfach nur dumm. Das kann auch sein. So, Geschichte haben wir. Weiter in der Mythologie. Moment mal. Zurück eben. Abschied. Das war's ja dann schon. Okay, ich will gerne noch was über die Mythologie erfahren. Also erstmal die Prophezeiung. Wie ihr schon erfahren habt, haben wir die Essenz und all unseren Lebens verloren. Oder sie werden auch die letzten von uns sterben und wir werden auf ewig... Die Essenz des Lebens verwandelte sich in die Essenz der Bestrafung. Doch Eid brachte eine Prophezeiung aus dem Ort im Nebel mit. Laut der Prophezeiung wird ein Reisender aus dem Himmel herabsteigen und unsere Essenz des Lebens wiederherstellen und so die Bestrafung zurücknehmen. Verborgen in diesem Bilat gibt es einen versteckten Ort, in dem die Essenz entdeckt und in ihrer intakten Form studiert werden kann. Beobachtung, er hat ein Symbol für die sogenannte Essenz gezeichnet. Wir sollten dieses Symbol kopieren. Wer weiß, vielleicht können wir ihnen helfen. Okay, ich hoffe, das ist automatisch irgendwie geschehen. Dann wir werden versuchen, die Artefakte für dich zu finden. Ach so.
Das Wesen betrachtet dich mit weit geöffneten Augen und verändert plötzlich seine Farbe. Dies kann nur eins bedeuten. Es fürchtet sich. Aha, okay. Wenn ihr tatsächlich vorhabt, diese Artefakte zu erhalten, muss ich euch warnen. Es heißt, dass eine solche Tat lebensgefährlich sein kann. Bitte erkläre das. Ich muss die entsprechenden Risiken kalkulieren. Nach unserer Lehre wird der Apparat nur aktiv, wenn die Essenz der Bestrafung hineingegeben wird. Aber dafür die Trichter. Ich glaube, er meint die ätzende Flüssigkeit. Frag nach. Ist die lilafarbene Flüssigkeit eure Essenz der Bestrafung? In der Tat ist sie das. Und sie darf nur von demjenigen berührt werden, dem die Lelelele anvertraut wurde. Ah. Was ist das? Die Kreatur tritt mit einem lilafarbenen Behälter vor. Während sie diesen Mobot übergibt, nickt sie, um ihm zu zeigen, dass er ihn annehmen soll. Okay, jetzt haben wir einen Behälter. Den müssen wir uns gleich mal anschauen. Wenn ihr diejenigen seid, denen die Befreiung der Artefakte bestimmt ist, bringt sie zu mir. Ich werde euch mit einem Artefakt der Weisheit belohnen. Okay. Ich glaube, so im Großen und Ganzen habe ich es kapiert. Aber wir haben jetzt hier noch was. Leere Behälter. Okay. Aha, jetzt haben wir auch mal sowas hier. Spektralanalyse. Aber erstmal die chemische. Das Material reagiert auf keine chemische Substanz, inklusive der stärksten Säuren. Ah, okay. Und dann dies hier? Unglaublich. Dieser Behälter ist tatsächlich nicht kaputt zu kriegen. Ich wünschte, wir könnten ihn mit zur Erde nehmen. Die Spektralanalyse der Probe zeigt einige außergewöhnliche Eigenschaften. Auf diesen basierend kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass der Behälter praktisch unzerstörbar ist. Okay, da können wir also diese Flüssigkeit aus dem See einfüllen und dann in die Trichter kippen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Für diese Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.